Okay, Leute, weiter geht's. Wir haben gepennt in Goldorado. Und wir müssen ja den König irgendwie überzeugen, dass er uns den Wald zurückgibt von hier. Ein Kieselsteinbau. Und eigentlich kann man mal schauen, ob es hier noch irgendwas anderes gibt. Du siehst nicht aus wie eine Well, hello Händlerin. there. Dann lass dich in den großen Zirkus auf keinen Fall gehen. Folge der Treppe. Okay, auf geht's. Das sieht schon ziemlich richtig aus hier. Gosh. Casino. Oi. Ach, Reisepunkt. Hey there. Kommen wir hier rein? Tatsächlich? Im Moment wohl nicht. Schade. Noch ein Reisepunkt, okay. Was ist denn hier los? Scheint ein Fest oder so zu sein. Vielleicht bekommt ihr was zu sehen. Der große Kubikus bestimmt die Steuerrate für diesen Monat. Wenn der Wuffel auf der 1 landet, werden die Steuern für diesen Monat gestrichen. Wie keine Steuern? Allerdings hatten wir schon zweimal nacheinander eine 6. Was bedeutet eine 6? Bei einer 6 werden die Steuern versechsfacht. What? Haben wir denn überhaupt noch genug Geld zum Leben? Die wenigsten haben genug Geld, aber das ist nun mal Schicksal. Hoffen wir, dass wir diesen Monat eine 1 bekommen. Mit einem Würfel die Besteuerung der Bürger zu bestimmen, ist doch absurd. Findest du? Man könnte sie natürlich bestimmen, wie alle anderen Länder auch, aber das wäre ja langweilig. Ist doch viel spannender, wenn man ein Glücksspiel daraus macht. Oh, Steuern sind Glücksspiel. Wir machen das nicht nur bei den Steuern so, sondern zum Beispiel auch bei Gerichtsverhandlungen. What? Ja, Mann. Bei Gerichtsverhandlungen, das Urteil wird ausgewürfelt. Ja klar, wer Glück hat, wird freigesprochen. Ein Pechhund wird bestraft. Oh, da ist Sixtus. Gleich beginnt die Zeremonie. Lady of Fortune, may luck be on our side this month. Die Steuern für diesen Monat werden wieder versechsfacht. Ja klar. Was für ein Zauberwürfel. So ein Mist, schon wieder eine 6. Oh weh, aber da kann man nichts machen. Der Würfel hat gesprochen. Das war also Sixtinus. Allem Anschein nach ist das nun schon der dritte Monat in Folge, in dem eine 6 fällt. Ach, flippin' heck. Das kann doch gar nicht sein. Da mogelt doch irgendwer.
Listen here. Mag sein, aber beweisen können wir nichts. Knöpfen wir uns doch mal dieses Oberorakel vor. Dieser Bau dort, den nennt man anscheinend das große Orakulum. Da ist Sixtinus vorhin reingegangen. Er sieht ein bisschen verdächtig aus hier. Hey, was willst du? Für einen Lehrling bist du mir zu winzig. Okay. Da können wir wohl dann noch irgendwas machen. Unbefugte haben hier keinen Zutritt. Wir kommen im Auftrag von hier. Wir müssen etwas mit dem obersten Orakel Sixtinus besprechen. Sixtinus ist ein vielbeschäftiger Wauz. Er empfängt zurzeit keine Besucher. Es ist aber dringend. Das spielt keine Rolle. Say. Was sagst du dazu, wenn wir diese Würfel darüber entscheiden lassen? Gewinnen wir, lass uns durch. Das war schlau. Ihr wollt gegen mich würfeln? Würfeln? Ja, sag mal würfeln. Very well. Hört. So soll es sein. Wenn ihr aber verliert, werdet ihr einen entsprechenden Preis bezahlen müssen. Und mit Preis meinst du Geld. Habe ich recht? Nur gut. Ich werde die nötige Vorbereitung treffen. Wenn ihr eurem Wetteinsatz beisammen habt, sagt mir Bescheid. Ja, 1000, klar, machen wir. Ja, dann lasst uns beginnen. Wir spielen Schwarz und Rot. Für dieses Spiel braucht man 3 Würfe. Ich werde zuerst 2 Würfe werfen. Dann, bevor ich den 3. Würfel werfe, müsst ihr wetten, ob die gesamte Augenzahl aller 3 Würfel 10 übersteigen wird oder nicht. Wenn ihr glaubt, dass die Summe der Augen 11 oder mehr betragen wird, sagt ihr rot. Glaubt ihr, dass sie 10 oder weniger betragen wird, sagt ihr schwarz. Es gibt jedoch eine Sonderregel. Fallen 3 Einser oder 3 Sechser, so kehren sich Rot und Schwarz um. 3 Einser zählen 3 Augen, aber gelten als Rot. 3 Sechser zählen 18 Augen, aber gelten als Schwarz. Ihr habt ja Regeln hier. Das ist alles. Verstanden? Die Regeln sind ganz einfach. Ja, alles klar. Wenn die ersten Würfel günstig fallen, gewinnen wir auf jeden Fall. Ein Glücksspiel, bei dem die Bank im Nachteil ist. Well now. Das sind ein paar hübsche Würfel, die du da hast. Die sind bestimmt was wert. Hey, Pfoten weg, das sind heilige Würfel. Nur wir, Oraklus, dürfen sie verwenden. Mir ahnt Böses. Das Spiel beginnt. Ich werfe die ersten 2 Würfel. 6 und 1. Das macht 7 Augen. Was wird es werden? Rot oder schwarz? Ich würde mal... Very well. Schwarz. Also gut. Wenn der letzte Würfel eine 3 oder weniger zeigt, habt ihr gewonnen. Natürlich zeigt er eine 6. Ich werfe jetzt den 3. Würfel. Ja, genau. 13 Augen, das bedeutet also rot. Ich habe gewonnen. Ja. Zu schade, ja. Das war's. Wir können weitermachen, aber der Wetteinsatz erhöht sich. Was sagst du? Da kann ich nicht Nein sagen. Mit Vergnügen. Da kann ich nicht Nein sagen. Hey! Sei besser vorsichtig. Go on, my son! Ich werfe die ersten 2 Würfe. Zweimal rot. Wenn
eine dritte 1 fällt, ist das Ergebnis rot, ansonsten schwarz. Worauf setzt du? Ja, natürlich kommt nochmal eine 1. Vier Augen, das bedeutet also schwarz. Ihr habt schon wieder gewonnen. Aber es war so knapp. Ich glaube, du hast den Bogen rausgelesen. Ja. Lassen wir es dabei bewenden. Wir können gerne weiterspielen, aber der Einsatz steigt natürlich. Nochmal. Ich werfe die ersten zwei Würfel. Damit rot oder schwarz. Very well. Also bedeutet rot. Ewig gewinnen. Evan, nochmal. Ja, dieses Mal klappt es bestimmt. Oh, come on. Lass es bleiben, Evan. But... Dann ist das Spiel also vorbei. Ihr habt verloren und schuldet mir nun 10 Millionen Gulden. Snakes alive! Was denn? Ich habe euch doch von einer neuen Runde gewarnt, dass der Wetteinsatz steigen wird. Der Einsatz hat sich jede Runde verhundertfacht. 1000 mal 100 macht immer 100. Das machen nun mal 10 Millionen. Die Summe ist eine absolute Frechheit. Aber er hat uns tatsächlich gewarnt. Und wir haben zugestimmt, ohne genau nachzufragen. Oh my. Aber so viel Geld haben wir nicht. Very well. Wenn ihr eure Schulden nicht sofort begleichen könnt, müsst ihr eben einen Kredit aufnehmen. Oha. Was machen wir jetzt? Wir konnten Sixto nicht treffen und jetzt sind wir auch noch verschuldet. Halt den Schnabel. Dämliches Vogelfieh. Guckt euch mal an. Wir sind hier nicht die einzigen, die so ein Gefühl an der, so ein Geflügel an der Backe haben. Ah. Bevor ich es vergesse, ist euch aufgefallen, wie merkwürdig sich beim Schierwollen der dritte Würfel bewegt hat? Das habe ich auch gedacht. Was, ehrlich? Ist mir gar nicht aufgefallen. Ich habe mich nur aufs Ergebnis konzentriert. Ich vermute, dass sich in diesem Würfel eine Art Mechanismus befindet. Ha, deswegen wollte der Orakel auch nicht seine Würfel anfassen lassen. Von wegen heilige Würfel. Heilige Würfel kann man es schon nennen. Wenn wir so einen Würfel in die Finger bekommen, dann können wir vielleicht beweisen, dass hier falsch gespielt wird. Lass uns mal unser Glück im Casino versuchen. Da die Casinos hier ja staatlich sind, bekommen bei dem Würfelspiel bestimmt die gleichen Trickwürfel zum Einsatz. Einverstanden. Ja, das ist eine gute Idee. Ei, auf ins Casino. Ja, wenn man hoch verschuldet ist, ist auch das Beste. Der beste Ort, ja. Okay, also ab ins Casino. Schulden einspielen, ja, was für eine glanzvolle Lösung. Augenblick, die Herrschaften. Hier im Casino 6 Augen ist Person mit
Tränkredit die Spielteilung leider untersagt. Oh. Ach so. Das dürfte kein Problem darstellen. Der junge Mann wird uns beim Spiel nur zusehen. Gut, einverstanden. Unser Haus ist sehr kulant. Ich würde einen unterhaltsamen Aufenthalt. Ich wünsche euch einen unterhaltsamen Aufenthalt. Na, okay. Alright. Das ging ja gerade noch mal gut. So sieht also ein Casino von innen aus. Wenn die alle zusammenbleiben, erregen wir zu viel Aufmerksamkeit. Besser, wir teilen uns auf. So. Dann sprechen wir den mal hier an. Manchmal macht ein ausländischer Tourist hier Zirkus, von wegen die Würfel seien gezinkt, aber das ist völlig Wahnsinn. Das hier ist schließlich ein staatliches Casino. In Goldorado sind die Würfel heilig. Da würde doch niemand falsch spielen. Das wäre ja Verrat am großen Kubikus. Man sollte seine Niederlagen mit Würde tragen und nicht anderen die Schuld geben. Ich habe ganz schlimme Befürchtungen. Was ist hier eigentlich vorgestellt? Sie verlaufen, Kleine, dann sollst du zur Obsession gehen. Hier ist nämlich der Prämienschalter. Ich wollte nur hin. Boah, du siehst auch gut gelaunt aus hier. Die Würfel im Casino, ja, die sind eine Klasse für sich, was? Wenn ich solche Würfe hätte, würden die Frauen auf mich fliegen. Leider ist das die gleiche Art Würfel, die auch die Orakels verwenden. Da kann man nicht einfach im Laden, die kann man nicht einfach im Laden kaufen. Also schlag sie dir besser aus dem Kopf. Gewöhnlich Leute wie wir können von sowas höchstens träumen. Hier im Casino irgendwas komisch vorgekommen ist. Naja, die Coupés scheinen wirklich unglaublich viel Glück zu haben. Auch wenn die Chancen wirklich günstig stehen, verliere ich regelmäßig. Ich muss unbedingt öfter zum großen Kubikus gehen, um mein Glück aufpolieren. Jeden Tag, nein, dreimal pro Tag. So, das sollte erstmal reichen. Hoffentlich haben die anderen was Nützliches herausgefunden. Well now. Wie ich es mir schon gedacht habe, die Coupés in diesem Casino benutzen tatsächlich die gleichen Würfel wie das Orakel. Also mogeln sie wahrscheinlich auch. Da auch ein Vogel. Und wie hier gemogelt. Und wie die hier mogeln. Darauf schwöre ich auf jeden Fall. Hat er sich auch so. Ich glaube, ich bin dir. Du hast dir ernsthaft so einen Vogel aufbrummen lassen? Naja, ich habe mich wohl ein bisschen von der Stimmung hier mitreißen lassen. Okay. Wie viel Miese hast du gemacht? Nicht viel, bloß ein paar, ein Gentleman redet nicht über Geld. Mal wieder typisch. Der hat den Kopf auch nur, damit es nicht in den Hals regnet. Egal. Ich habe was Wichtiges, das ich euch zeigen muss. Aber besser nicht hier. Lass uns woanders hingehen. Sure. Gut, lass uns am besten in eine Herberge suchen. Da sind wir ungestört. In welche Richtung müssen wir denn? Wir sind da. Also, okay, dann einfach hier weiter. Das ist aber ein dicker Vogel hier.
Macht es euch bequem, okay. Also, Shani, was ist los? Du wolltest uns was zeigen. Ich habe mir vorhin im Casino einen Würfel ausgeliehen. Hä? Wirklich? Das ist doch Diebstahl. Ah, Pirat. Außerdem habe ich ja nur ausgeliehen. Aber interessiert dich denn gar nicht, was mit diesen Würfeln auf sich hat? Watch this. If I press the one, we get a one. And if I press the five, a five. Now two. Beginner's luck. Oh, well, well. Gosh. So that's it. Kein Wunder, dass die Tochter so viel Glück hatte. Na warte, der Meske hat sich das Fell über die Ohren. Ja los, stellen wir ihn zur Rede. No. Warte, nicht so hastig. Erstens wird er sicher alles abstreiten und zweitens sollten wir uns mit diesen Würfeln nicht erwischen lassen. Ich habe eine super Idee. Ja, 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 ja. Wir müssen einfach nochmal. Und dann direkt danach. Und dann bumm. Was sagt ihr? Na, na, na. Ist das der beste Plan aller Zeiten, oder was? Mir fehlen die Worte, aber wenn das wirklich klappt, dann hätten wir einen Fisch am Haken ohne Zweifel. Und dann wollen wir mal gucken, ob wir dieses schöne, friedfertige Königreich irgendwie befrieden können. Oh, ihr seid zurück, um eure Schulden zu begleichen. You owe me! You owe me! Ich möchte noch einmal ein Spiel versuchen. Very well. Das können wir gerne machen, aber du wirst dich sicher nur noch mehr verschulden. Nein, dieses Mal gewinne ich. I'll be counting on you. So, which will it be? Red! Time to put our little plan into action. Let us begin. No! Ach, mit dem Popel schießt er ihn ab. Das war wirklich ein Betrüger. Ihr habt irgendwie das Ergebnis manipuliert. Really? Wie soll das gehen? Das ist dein Würfel und du hast ihn geworfen. Oder warte mal, dachtest du vielleicht, du kennst das Ergebnis schon? Hast du vielleicht sogar selber geschwindelt? Ridiculous. Ihr nennt mich einen Schwindler. Dafür habt ihr nicht den geringsten Beweis. Hm? Was ist das denn hier für ein Ravau? Hm. Hier scheint man sich ja prächtig zu amüsieren. Ihr befindet euch hier vor dem großen Orakulum. Schluss mit diesem Tumult. Endlich treffen wir den persönlich, obersten Orakel Sixtinius. Wir kommen im Auftrag von hier. Ja. Dein treuer Untergebener hier
hat uns aufgehalten, im Spiel betrogen und dann uns um einen Haufen Schulden aufgedrückt. Geht man von Geldorado etwa so mit Gästen um? Goodness! Oje, oje, das muss ich mich für meinen Untergebenen natürlich entschuldigen. Gesandte von mir sind hier jederzeit willkommen. You! Falschspiel? Wie kann ein Orakel nur so tief sinken? Kraft meines Amtes als oberstes Orakel werde ich euch die Schulden erlassen. Nun lasst uns hineingehen und dort euer eigentliches Anliegen besprechen. Und den da lässt du in den Kerker werfen. Yes, Master. Das klingt irgendwie zu verlockend. Welches Anliegen bringt ihr mir von mir? Er bittet darum, dass ihr sein Wald zurückgibt. Ach so, nun. Ich wüsste nicht, warum. Schließlich habe ich den Wald rechtmäßig in einem Würfelspiel um Nier gewonnen. Wie wir sehen konnten, scheint in diesem Land das Falschspiel allerdings an der Tagesordnung zu sein. Das wirft natürlich Fragen hinsichtlich der Rechtmäßigkeit auf, mit dem ihr den Wald gewonnen habt. Was soll das heißen? So etwas Wichtiges wird ja nicht in irgendeinem Hinterzimmer ausgewürfelt. Das Spiel wurde durchaus zu großen Kubikus entschieden. Wie bitte? Du hast richtig gehört. Der große Kubikus ist ein heiliger Würfel geworfen. Solche Taschenspielertricks, wie dieser Narr vorhin benutzt hat, sind da völlig unmöglich. Ich weiß nicht. Das war ein anderer Würfel. Bei der Zeremonie, die wir vorhin gesehen haben, hat der Kubikus tatsächlich einen viel größeren Würfel benutzt. Das heißt allerdings noch nicht, dass in diese Würfel nicht auch irgendein Mechanismus eingebaut ist. Wenn ihr so misstrauisch seid, warum seht ihr euch den großen Kubikus nicht einmal genauer an? Ich gebe euch die Erlaubnis. Bedenkt aber, der große Kubikus ist das Allerheiligste dieses Land. Beschädigt ihn bitte nicht. Thanks. Einverstanden, wir nehmen euch beim Wort. Lasst uns gehen. Primitives Gesindel. Yes, Master. Ich bin ganz eurer Meinung. Wir sollten sie jedoch nicht unterschätzen. Da. Jetzt stehen wir wieder genau da, wo wir angefangen haben. Bloß ohne Schulden. Nein, ganz so ist es auch wieder nicht. Ich habe Ihnen absolut sicher, dass mit dem großen Kubitus etwas nicht stimmt. Dann lasst ihr uns doch mal unter die Lupe nehmen. Ich bin wirklich der einzige Wächter, der auf der Welt solche Faxen mitmachen muss. Und Remy, irgendwas gefunden? Da kann man wohl sagen, der ganze Dingens hier mit einer Magiebarriere belegt und zwar nicht von schlechten Eltern. Und der Würfel, tja, ist auf jeden Fall ein schicker Würfel, blitzblank poliert und so. Von außen lässt sich also nicht erkennen. Das überrascht mich nicht. Andernfalls hätte Sixinus uns hier nicht so einfach herumstöbern lassen. Und es gibt eine Magiebarriere, das heißt, mit Zaubern kann man den Würfel nicht beeinflussen. Den Würfel beeinflussen, sagst du? Ich wüsste zu gerne,
wie es innen in dem Würfel aussieht. Leider können wir ihn nicht einfach aufbrechen. How dare you? Der große Kugel ist kein Haupt. Oi! Wie nennst du hier Taustier? Wir haben die Erlaubnis von sich so viel überprüfen, ob am großen Kugel nicht irgendwas getrickst ist. Vogelkacke. Wir überprüfen, ob Vogelkacke dranhängt und machen sie weg. Mm. Oh, das ist ja sehr lobenswert. Es ist immer schön, so engagierte junge Leute zu sehen. Sixtinus kümmert sich wirklich immer vorbildlich um den großen Kubitus. Dieser große Würfel dort scheint auch sehr liebevoll gepflegt zu werden. Man spürt förmlich die Hingabe des obersten Orakels. Oh, yes! Ganz genau, so ist es. Für so einen jungen Hüpfer hast du ein gutes Auge für Details. Der vorige Würfel war fast so alt wie ich, aber längst nicht mehr so gut in Form. Ho, ho, ho. Da hat Sixtinus ihn gegen diesen neuen ausgetauschen lassen. Also, um sich das beste Holz für die heilige Wurfel zu sichern, hat er sogar einen ganzen Wald in seinen Besitz gebracht und seinen Handwerkern dort abgestellt. Aha. Tatsächlich, ganz erstaunlich. Now then. Jetzt habe ich euch aber lang genug von der Arbeit abgehalten. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Also wieder in den Wald. Er meinte ganz bestimmt Nias Wald. Ei, und Handwerker sollen sich so dahin geschickt haben? Die sind bestimmt auch für die Pfandsiegel an den Bäumen verantwortlich. Ich habe das Gefühl, dass wir uns in Nias Wald einmal etwas genauer ansehen sollten. Fragen wir doch erstmal Nia, ob ihnen irgendwas zu der Sache einfällt. Könnte ich jetzt schnell reisen eigentlich? Oder kämpfe ich mich lieber nochmal zurück durch? Schnellreise ist mal ein zweischneidiges Schwert. Du kriegst natürlich keine EP, ne? Hey! Oh, ihr seid zurück. Habt ihr sich nicht geschnackt? Hm. Haben wir, aber den Wald hat er uns noch nicht zurückgegeben. Dafür sind wir jetzt hundertprozentig sicher, dass ein Golden Horde auf höchsten Ebene falsch gespielt wird. James. Der Gauner hat mich also tatsächlich übers Ohr gehauen. Wenn wir jetzt noch Beweise haben, dass sogar beim großen Kubitus gemogelt wird, dann können wir die Bande auffliegen lassen. Wisst ihr zufällig, was die Leute aus Goldorde hier im Wald machen und wo finden wir sie? Die sind im Zwobelhain zugange, aber was genau sie dort treiben, weiß ich leider auch nicht. Ich darf ja nirgends mehr hin. Vermutlich gibt es dort etwas wie eine Würfelfabrik. Dann gehen wir da jetzt hin. Oh, immer langsam mit den jungen Pferden, junger Mann. Ohne einen Wachstumsschubs kommst du dort nicht hin. Ihr meint, ich bin zu klein? Ich meine, Wachstumsschub, der Zauberspruch. Kennt's nicht. Dann spitz mal die Lauscher. Was für ein Zauberspruch genau ist das? Der lässt Pflanzen und so ein Zeug schnell wachsen, auch ohne grünen Daumen im Handumdrehen von der Knospe zur Blüte. Praktisch, ne?
Der Weg zum Zugehain ist ganz schön steil, aber weil du den Pilzen, die da wachsen, einen hübschen Hokuspokus auf die Sprünge hilft. Oh, auf so eine Idee muss man erstmal kommen. Thank you. Schick, schick. Zugehain, willkommen. Gebt mal gut auf euch acht, Kenners. Die Ungeheuer im Wald haben zurzeit nämlich verdammt schlechte Laune. Okay. Ah, hier ist auch so ein Vogel. Stimmt, wir waren ja vorhin hier hinten, ne? Ja. Careful, everyone. Okay, weiter geht's. Da war was, ja. Dann werden wir mal gucken, ob wir das irgendwie dahin kriegen. Oh, der Kuckuckskleber hier drauf. Hier geht's auch nicht weiter, okay. Warte mal, wie sind wir von da gekommen? Ah, ich glaube, wir müssen hier runter. Und kämpfen. Careful, everyone. Oh, ich bin tot. Oh. Schon lang. Jetzt hat die schon so einen starken Level langsam. Kiste, die holen wir natürlich. Akzeptables Holz, okay, das ist auch zum ersten Mal, dass ich das sehe.
Kisten. Ah, da sehe ich was. Du hältst ein strafendes Chromschwert. Okay. Goes nothing. Was noch eine Kiste und ein Speicherpunkt. Okay, dann kommen wir hier sicherlich gleich. Oh, da sieht man es schon. Und dann werden wir da nächste Folge einfach mal reingehen. Speichern. Jo. Okay, Leute, mach's gut. Bis zur nächsten Folge.